Hey, hey, kurzes Wortales-Video, weil Matthias Lund wohl vielen Leuten Ärger macht. Wir haben hier den Elite-Gegner aus der Grafschaft Tildren. Und Elite-Gegner in Wartales haben eigene Mechaniken und kämpfen nicht wie normale Einheiten mit besseren Stats. Ich spiele hier mit 6 Söldnern, wobei 5 davon Level 3 sind und der Tank ablenken über sein Schild bekommt. Viele der Söldner haben noch ihre Startausrüstung an, kann man sehen, der Schwertträger hat zum Beispiel noch seine Mistgabel. Es geht bei dem Kampf auch nicht um Ausrüstung oder Level, es geht bei dem Kampf darum, die Mechaniken vom Boss und vom Spiel zu verstehen. Matthias Lund hat 2 Fähigkeiten, die er in einer Runde öfter einsetzt. Er ist also nicht nur einmal dran wie normale Gegner, sondern seine Fähigkeiten sind unten in der Timeline drin. Urteil markiert den ihm am nächsten stehenden Söldner für Rache, das ist seine erste Fähigkeit. Und seine zweite Fähigkeit ist entsprechend Rache. Damit markiert er ein 180-Grad-Gebiet mit 3 Meter Reichweite um den mit Urteil markierten Söldner. Sollte der Söldner zu weit weggehen, läuft Matthias zu dem Söldner hin, bevor er die ganze Sache macht. Bei der nächsten Aktion, egal ob Rache oder Urteil, wird dieser Angriff ausgelöst. Das Einzige, was das verhindert, ist, dass der Söldner nicht mehr im Radius ist. Der Angriff ist normalerweise ein One-Hit, ziemlich egal, was man hier für Equipment anhat. Das macht über 100 Punkte Schaden mit einem Streitkolben, also auch mit Endgame-Equipment kriegt man da ordentlich eine verpasst. Die Idee ist nun also, Matthias Lund mit einem Tank zu kontrollieren, ein bis zweimal erste Hilfe bereit zu halten und alle anderen Söldner etwa 4 Meter weit vom Boss fernzuhalten und auch weit voneinander weg fernzuhalten, falls man kurz die Kontrolle verliert, will man nicht, dass 3 oder 4 Söldner gleichzeitig in Todgeweiht gehen. Zum Tanken zweckentfremden wir etwas die Todgeweiht-Mechanik. Wenn ein Söldner in Wartales mehr Schaden nimmt, als er noch Gesundheit hat, bekommt er den Debuff Todgeweiht. Er kann keine Fähigkeiten mehr verwenden, läuft nur noch mit halber Geschwindigkeit und stirbt, wenn er noch einmal Schaden nimmt, egal wie viel oder wie wenig. Jetzt ist aber interessant, Todgeweiht ist es vollkommen egal, ob der Söldner 3 Gesundheit, 4 Gesundheit, 10 Gesundheit hat und dann 120 Punkte auf den Kopf geknallt bekommt. Er geht auf jeden Fall in Todgeweiht. Der Overkill ist also total Wurst und so können wir erste Hilfe benutzen, um unseren Tank wieder auf 2 oder 3 HP hochzuheilen und danach wieder für 120 einen auf den Kopf zu kriegen, ohne dass ihn das irgendwie interessiert. Weil aktuell, zumindest im Early Access, wenn ich das Video hier aufnehme, kann man Todgeweiht so oft triggern, wie man möchte. Es ist dem Söldner ziemlich egal. Kurz, wir wollen einen einzelnen Söldner im 3 Meter Radius haben. Dieser versucht, den Hammerschlägen auszuweichen, die solange er noch viel Rüstung oder Gesundheit hat, mit Ablenken zu tanken. Oder dann später die Schläge mit Todgeweiht und Erste Hilfe von einem anderen Söldner zu tanken. Während die restlichen Söldner aus ihrer 4 Meter Komfortzone reinkommen, dem Matthias einen auf den Kopf hauen und sich wieder in ihre 4 Meter Zone zurückziehen. Der Boss kann nicht in einen Kampf verwickelt werden. Reinlaufen, angreifen und weglaufen ist also immer möglich. Es gibt niemals Gelegenheitsangriffe von dem Boss. Da braucht man sich also keine Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, wie lange das Video jetzt noch läuft. Auf jeden Fall lasse ich das durchlaufen, bis der Boss tot ist. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video hier irgendjemandem weiterhelfen. Es geht hier nicht um Ausrüstung, sondern um Boss und Spielmechanik. Like und abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah.